Hallihallo, Hallöchen. Ich bin wieder LS19 auf der PlayStation 4 auf der Karte Ravensberg. Und wir sind da voll am Ernten beim Feld 22. Ein Riesenauftrag. Gibt ordentlich Geld. Und ich habe ordentlich Geld ausgegeben, weil ich habe Equipment gekauft für die Kartoffelernte. Wir haben ja noch mal zwei Felder gekauft, wo Kartoffeln drauf sind. Und da habe ich noch ein bisschen was eingekauft. So, und das wollen wir jetzt auch, ja, wir wollen mit dem Pfand, was auf dem Hof steht, mal dahin fahren und uns das ein bisschen angucken. So, ein Anhänger haben wir hier schon gefüllt. 40.000 Liter sind da bei dem Trecker da. Ich komme auf den Namen nicht. Jedenfalls in unseren Silageanhänger im Glas haben wir da schon 40.000 Liter drin. Hier haben wir auch schon 15.000 Liter drin. Hier kommt ordentlich was zusammen. Aber jetzt wollen wir wirklich mal auf dem Hof, und zwar mit dem Fendt hier. Fahren wir jetzt zum Händler, aber die Schaufel, die lasse ich mal hier. Obwohl hier nicht der richtige Platz ist, wo ich sie sonst hinstelle, werde ich sie das nächste Mal wieder suchen. So, ich war noch mal bei der Bank. Ich habe mal noch gefragt, ob ich da noch mal einen Kredit bekommen könnte. Da haben die mir einen Vogel gezeigt und gemeint, ich sollte doch mit dem Geld ein bisschen besser rechnen. Ich bekomme nichts mehr. Also, das hat sich erstmal alles ausgekauft hier. Wir müssen jetzt mit dem, was wir haben, zurechtkommen. Ja, einerseits sehe ich gerade, damit der Tank leer ist, werden wir hier noch Geld ausgeben. So, da steht das ganze Zeug. Wir haben hier einmal eine Maschine, um die Kartoffeln aus dem Boden zu holen. Die laufen dann übers Förderband, wird der ganze Dreck und alles abgeschüttelt und fallen hier hinten dann wieder auf dem Feld. Dann haben wir dieses krasse Teil hier. Damit sammeln wir die Kartoffeln auf und dann kommen die da eigentlich frisch sortiert,
sauber in diesen Bunker und mit dem können wir dann überladen auf diesen riesigen Anhänger. Ich habe jetzt den großen Grimmel gekauft. Da passt eigentlich weniger rein, als es aussieht, weil hier sind die Bordwände. Die Wände sind hier so schräg und hinten hat es ein Förderband. Damit kann man schonend die Kartoffeln transportieren, laden und aufladen, abladen. So, und hier will ich mal noch gucken. So. Paar fettere Reifen draufgeschraubt, hat uns eine Menge Geld wieder gekostet. So, und damit der Anhänger nicht ganz so die ganze Zeit hier rumsteht, werden wir den eigentlich gleich mal mitnehmen. Damit sollten wir alle Fruchtsorten laden können. Der ist sogar gelenkt hier. Zwangslenkung. Wenn wir rückwärts fahren, stellen Sie sich gerade. Sehr schön. So, okay. Boah, der ist ja gigantisch. Ich würde sagen, der Fendt schafft es kaum. Aber der ist ja eigentlich leer. Ich verstehe nicht, warum. Ich habe die Vermutung, damit was beim Konfigurieren schiefgegangen ist. Ist der Anhänger so schwer, damit ich hier kaum wegkomme? Er ist schon mega groß, aber ich dachte hier, den haben wir hier ordentlich aufgetunt und der hat hier fast 200 PS. So, ich muss noch mal kurz hier hinfahren. Nö, sollte eigentlich richtig sein. Okay, dann ist der Anhänger definitiv zu schwer für ihn. Aber ich glaube, damit ist wahrscheinlich das Tuning, das steht wahrscheinlich bloß da und wird hier gar nicht übernommen. Wir haben natürlich Seasons aktiviert hier und da ist dann wirklich mit realistischem Gewicht zu rechnen und jetzt macht er halt bloß 20 km/h. Aber wenn wir jetzt mal die Abdeckung aufmachen, sehen wir eigentlich, wie der eigentlich innen drin aussieht.
Er ist auch gigantisch für den Traktor hier. Der Anhänger wiegt alleine schon, keine Ahnung, 8 Tonnen oder so vielleicht. Boah, er kommt hier kaum den Berg hoch. Also definitiv zu schwach. So, wir werden mal hier aufs Feld fahren. So, das habe ich mir eigentlich ein bisschen anders vorgestellt. So, aber ich will den gleich mal ausprobieren. Bringt natürlich auch nichts, wenn ich da einen Anhänger kaufe, den ich bloß, sage ich mal, für eine Fruchtart benutzen kann. So, der hat natürlich kein Problem damit. Der zottelt den rüber. Sieht auch größenmäßig viel besser aus. Jetzt will ich mal schauen. Theoretisch sollte das auch da reingehen. Jawohl. Können wir auch laden. Von daher ist der Anhänger schon sein Geld wert. Der war auch gar nicht allzu teuer. Ich habe, ich glaube, 50.000 rum, nicht mal. Von daher passt es schon in, ja, genau, 40.500 ohne Extras, und da können wir auch ziemlich alles mit laden. So, aber ich habe jetzt ein kleines Problem mit den Fan, muss ich sagen. Der ist mir für das, was ich ihn brauche, eigentlich fast ein bisschen zu schwach, trotz seinen angeblichen 200 PS. Oder fast 200 PS. Wir werden jetzt nämlich das so machen. Ich nehme mal gucken. Ich habe nämlich den anderen Traktor so gekauft. Damit ich da auch den Frontlader anbauen kann. Genau. Müssen wir mal gucken, wenn wir nämlich in der Garage gucken, dann ist der ungefähr noch 70.000 wert. So, wir werden jetzt mal, wo sollen wir das eigentlich hinfahren? Bitte schön. Uff. Uff. Das gibt ein Stückchen zum Fahren.
So, ich habe nämlich das Equipment nicht danach gekauft, nach der Leistung vom Traktor. Ich habe einfach was gekauft. Und eben hier bin ich mir nicht sicher, damit die PS wirklich stimmen. So, ich denke, wir werden uns auf lang oder kurz, wenn wir uns von dem trennen. Ja, wenn er erstmal läuft, dann läuft er, aber so, jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier irgendwo richtig bin. Ob ich das da abgeben kann, jawohl. So, ich denke, der Auftrag hier, der bringt uns natürlich 18.000 ein, ohne den Ernteüberschuss, wenn wir da noch richtig kalkulieren und das vielleicht auch gerade noch verkaufen, hätten wir wahrscheinlich auch genug Geld, um den Fendt einzutauschen. So, bei denen geht nicht so viel rein wie bei dem Silageanhänger.
So, ich find's cool. Wir fahren mit dem nochmal zurück. Hab schon das Gefühl, damit es den noch braucht. So, wir fahren wieder hier lang. Jetzt habe ich vorhin gar nicht geschaut, was unsere Wiese macht. Vermehrungsgras. Es wächst auf jeden Fall. Ja, das sieht aber auch cool aus, die Traktoren da auf dem Feld. So, die richtige Feldeinfahrt ist eigentlich hier hinten. So, und der mit dem Frontlader sieht doch so auch nicht schlecht aus. So, ist auf jeden Fall noch eine ganze Ecke zum Dreschen, muss ich sagen. Aber ich würde mich für heute erstmal verabschieden. Ich sage danke fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.